Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal. Wir sind immer noch in Alt-Dothurgrad und haben in der letzten Folge gesehen, dass mit Kalia irgendwas nicht so ganz stimmt. Dem können wir aber erst auf den Grund gehen, wenn wir wieder zurück in Ark sind. Jetzt sollen wir die Ruine nach irgendwas durchsuchen? Nach der Maschine durchsuchen. Das war's. Und das machen wir jetzt auch. Ich hoffe echt, die Maus ist nicht zu schnell für euch. Ich will sie jetzt auch nicht runterstellen, weil für mich ist es angenehm. Und wenn ihr sagt, es stört euch nicht, dann hätte ich sie ja umsonst umgestellt. Wenn ihr aber sagt, es geht gar nicht. Ich kann auch schleichen, dann ist sie ein bisschen langsamer. Dann hätte ich auch... dann stelle ich sie natürlich um. Aber jetzt lasse ich es erstmal so. Wir schleichen einfach. Dann sieht das nicht so schnell aus. So, noch Wurzelkraut geerntet. Stoppuhr wieder starten, Mensch. Eben habe ich die ganze Zeit dran gedacht. Ich schätze, wir haben unsere Maschine gefunden. Aber intakt ist sie wohl nicht mehr. Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe, meine ich? Nein, nichts. Sehen wir uns das mal genauer an. In Ordnung. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Miraden nach Ark schaffen müssen. Okay, das erste Maschinenbauteil finden, das zweite, das dritte. Hört euch diese tolle Musik an. Metall. Es ist kein Deut gerostet über all die Jahrtausende. Entschuldigt, ich muss gerade das Lied genießen. Es ist nämlich so schön. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos. Hast du schon was gefunden? Den Dynamo zeigen. Das hier sieht nützlich aus, was auch immer es ist. Ja? Du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Du hast mich eben Saira genannt. Was hat es damit auf sich? Oh, das war mir gar nicht bewusst. Saira ist kyranisch und kann viele Dinge bedeuten. In unserem Fall aber am ehesten Waffenschwester. Wo wir schon dabei sind, kann ich dich eigentlich fortan so nennen. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Ich habe gar keine Möglichkeit zu sagen, dass ich es nicht will. Nein, ist auch in Ordnung. Ich vergebe auch sehr, sehr gerne Spitznamen. Diese Musik. Es tut mir leid, ich muss ja aber stiller sein. Ich finde das Lied so schön. Ich muss es einfach genießen. Voll die coole Maschine. Finde ich cool. Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. Hört ihr das? Die Maschine macht auch Geräusche. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Oder ob das zu leise ist dafür. Ich bin nämlich mit den Soundeinstellungen immer noch nicht so ganz zufrieden. Ambrosia! Und ein Starschwert und ein Zauberbuch. Oh, E wollte ich drücken. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. Okay, dann haben wir alles gefunden. Und das bringen wir jetzt alles zu Kalia.
Kalia. Wo läuft sie denn rum? Ach, da steht sie. Hast du schon was gefunden? Bleib stehen. Wo ist sie denn jetzt? Da unten steht sie. Die Pergamente zeigen. Diese Pergamente könnten... Das könnten Konstruktionspläne oder so etwas in der Art sein, meinst du nicht? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Den Kristall zeigen. Das hier. Sieht mir nach einer Art Energiespeicher aus. Was meinst du? Lass mich mal sehen. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein. Aber er ist leer. Ich glaube, den Rest muss der Orden dann selbst bergen. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Das werden wir jetzt auch machen. Das ging ja schnell. Und? Arantial hatte recht. Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine. Wofür auch immer sie gut sein soll. Sie ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantial wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leon schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Was das angeht, wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Pyräisch lesen, richtig? Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Und hier steht auch ein Name. Die Pyräer nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophetin. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Wir gehen. Wir haben uns ja komplett umgesehen, also gehen wir. Gut. Ja, die Hauptquest wird langsam echt spannend. Ich freue mich gerade, dass wir sie weiterspielen. Klar, wir werden auch bald wieder erkunden. Der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Wir werden ihn kurz 2 Minütchen warten lassen, weil ich noch zu Ende quatschen will. Wir werden auch bald wieder erkunden gehen, keine Angst. Ich war das letzte Mal bloß so ein bisschen ratlos, was ich machen soll, und dann habe ich gedacht, komm, Hauptquest ist dieses Jahr zweiteilig. Machen wir schon mal einen Teil und den anderen Teil können wir immer noch nach hinten verschieben. Und deswegen haben wir das jetzt gemacht. Wir werden das jetzt auch durchziehen. Und dann gehen wir uns jetzt mal die Konferenz anhören. Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sharim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyräische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Arantheal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyräischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophetin. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Nun bleibt immer noch der Siegelstein. Seid ihr bereit für diese Mission? Ja, was hat es mit diesem Stein auf sich und wofür brauchen wir ihn? Das ist schnell erklärt. Euch ist ja schon bekannt, dass die Pyräer auch von dem Zyklus wussten und gegen ihn kämpften. Der Siegelstein war eine Art Schutzmechanismus, den sie geschaffen haben. Er bewahrte seine Besitzer vor dem roten Wahnsinn.
Wie das? Durch kleine Splitter, die er absondert, wenn man ein bestimmtes Ritual auf ihn wirkt. Tragt ihr einen der Splitter bei euch, ist er wie ein Schild für euren Verstand. Es werden zwar nicht genug für alle Bewohner Arks sein, aber genug für uns vom Orden und von der Garde. Das Problem ist, dass wir das Ritual zur Aktivierung des Steines nicht vollständig kennen und dass die, die es tun, seit Jahrtausenden tot sind. Deshalb brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Richtig. Dreh- und Angelpunkt von Funkenschlags Idee ist ein Ausstellungsstück im Chronikum. Die gefrorene Leiche eines pyräischen Priesters, die ein Fischer vor einiger Zeit aus dem Nordwindmeer gezogen hat. Also müssen wir was? In den Verstand dieses Pyräers eindringen? Ja, durch das Eis ist sein Körper unversehrt. Aber kommt einfach ins Chronikum. Erzmagister Merayil wird euch die Einzelheiten besser erklären können. Und das finde ich total die Schweinerei. Es gibt einen Siegelstein, der uns angeblich schützen soll. Und wer bekommt es? Wir. Das heißt, wir stellen uns ja, also, oder der Orden, so stellt der sich ja wieder über die gesamte breite Masse. Was berechtigt den Orden zu sagen, dass sie es mehr wert sind, die Siegelsteine zu tragen, als all die anderen Menschen da draußen? Also das ist so eine Sache, die mich total schon jetzt ärgert. Aber gut, wir sprechen jetzt mit Kalia. Und das ist so die persönliche Quest von Kalia und ich freue mich auch schon darauf. Schreite wohl. Kann ich dir helfen? Oh Gott, hier kommt sehr viel, aber wir werden erstmal das vertiefen. Ich wollte nur ein wenig mit dir reden. Das trifft sich gut. Ich denke, ich bin dir ohnehin noch eine Erklärung schuldig. Wegen der letzten Mission nehme ich an, alte Tourgrad. Ja, aber reden wir woanders. Komm. Das ist die Prophetin. Ja, das ist die Prophetin. So, entschuldige die Geheimniskrämerei. Ich wollte nicht, dass jemand mithört. Keine Ursache. Worum geht es? Als ich den Anführer der Banditen neutralisiert habe, dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich nicht ganz ich selbst war. Was genau meinst du? Ach, dieser Banditenführer. Als er dich in diese Blitzfalle gelockt hat und mich überrumpeln wollte. Dir ist doch sicher aufgefallen, dass ich in dem Moment anders war. Dass ich mich selbst verloren habe. Ja, stimmt. Du wirktest aufgebracht. Das andere, finde ich, wirkt so wegstoßend. Als würde ich mich von ihr differenzieren wollen. Stimmt gar nicht. Will das ja verstehen. Oder mehr erfahren und sie nicht gleich vor den Kopf stoßen. Ja, das stimmt. Du wirktest aufgebracht. Aufgebracht? Du wählst deine Worte sehr bedacht, Saira. Lass es uns einfach kurz machen. Es gibt etwas über mich, von dem du nichts weißt. Von dem niemand etwas weiß, um genau zu sein. Erinnerst du dich noch an das, was ich dir im Kurarium erzählt habe, über das zerstörte Dorf? Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Inwiefern? Weißt du, was tatsächlich in diesem Ort passiert ist? Nein, weder das noch wer ich wirklich bin. Das war keine Lüge. Aber ich erinnere mich an etwas, bevor ich dort aufgewacht bin. Eine Art Erinnerungsfetzen. Ein Gefühl, gekoppelt mit einem Bild. Ein Gefühl? Was genau soll ich mir darunter vorstellen? Das ist schwer zu beschreiben, weil es nur ein Augenblick war, aber ich habe mich gesehen, wie ich in dem Dorf war, aber ich flog wie ein Vogel, ich weiß nicht. Unter mir sah ich das ganze Chaos, die Toten, das Feuer, die zerstörten Häuser und mir war irgendwie heiß, aber von innen, als würde mein Blut kochen. Ach, das klingt verrückt, oder? Und das war was? Eine Erinnerung? Ich verstehe nicht ganz. Es war eine Erinnerung, ja. Aber sie war so verschwommen und unklar. Wie ein Traum, aber ein sehr lebhafter. Was ist dann passiert? Nichts. Ich bin aufgewacht und dann ging es so weiter, wie ich es dir schon erzählt habe. Aber das ist es gar nicht, worauf ich hinaus will. In dieser Erinnerung habe ich Genugtuung empfunden. Lust. Ich habe genossen, was ich gesehen habe. Die zerfetzten Körper, die Zerstörung, das ganze Blut.
Es war der erhebendste Anblick der Welt. Ich bin etwas verwirrt. Worauf willst du hinaus und was hat das mit Alto Tulgrad so gut zu tun? Tja, das wusste ich selbst lange Zeit nicht. Aber mit der Zeit habe ich begonnen, es zu verstehen. Es gibt da etwas in mir, Saira. Eine Art zweite Seele. Für gewöhnlich schläft sie, aber es gibt Situationen, die sie wecken. Und das sind meistens irgendwelche grausamen Anblicke. Wunden, Tod, so etwas wie in dem Dorf. Und wenn das passiert, dann versucht es irgendwie von, wie soll ich sagen, von mir Besitz zu ergreifen. Ganz ist ihm das noch nie gelungen. Zumindest nicht, dass ich mich bewusst erinnern kann. Aber das in Alto Tulgrad, das ist, was passiert, wenn ich zu schwach bin. Ich werde zu diesem Etwas, wenn man das so nennen kann. In anderen Worten, du hast eine Art Dämon in dir? Wenn dir der Name passend erscheint, dann nenn es so. Aber wir wissen beide, dass Dämonen, wie sie in den Sagen existieren, und irgendwelche Verlorenen, die den Verstand von Lebenden übernehmen, nur Unsinn ist, um das Bauernvolk ängstlich zu halten. Wenn es dir hilft zu verstehen, dann stell es dir vor wie eine Art Versuchung. Eine, die nur darauf wartet, dass ich für einen einzigen Augenblick zu wenig Willenskraft aufbringe, um es in Schach zu halten. Und diese Magie, diese Kraft, die du plötzlich hattest, ich schätze, die ist auch ein Teil des Wesens? Ja, das ist sie. Diese Kraft ist immens, Saira. Das spüre ich jedes Mal, wenn es auch nur versucht, mich zu übernehmen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mich ihm voll und ganz hingebe. Das ist viel auf einmal. Ich weiß. Hör zu, das in Alto Tulgrad hätte nicht passieren dürfen. Aber dieser eine kleine Moment, in dem er auf mich zugestürmt ist, dieser lauernde, blutrünstige Blick, das war einfach zu viel. Ich habe mich fallen lassen und Saira, für diese wenigen Sekunden habe ich... Nein, hat es sich so vollkommen angefühlt. Ich war naiv zu glauben, so weit würde es nie wieder kommen. Naiv und arrogant. All die Meditationen, all die Selbstbeherrschung, Ich dachte einfach, ich wäre sicher. Das ist auch der Grund, dass ich so hart trainiere, verstehst du? Dieses Etwas, es liegt ständig auf der Lauer, wenn ich spreche, wenn ich esse, wenn ich schlafe. Und nur wenn ich vollkommene Kontrolle über meinen Geist und meinen Körper erlange, kann ich erreichen, dass ich es beherrsche. Könntest du also wirklich für das Massaker in diesem Dorf verantwortlich sein, dieses Etwas in dir? Das kann ich nicht sagen. Glaub mir, diese Frage habe ich mir oft gestellt, Saira. Sehr oft. Und vielleicht haben Dunwar und die anderen Novizen recht gehabt. Vielleicht bin ich tatsächlich eine Mörderin. Irgendeine magische Perversion. Ich werde es nie erfahren. Puh, und weißt du Orden davon? Nur Meister Tyras. Er brachte mir bei, durch Meditation, Körperbeherrschung und Gebete Kontrolle über meine Gedanken zu erlangen. Und er riet mir auch, niemanden jemals etwas davon zu erzählen, was ich auch nicht getan habe. Bis heute. Was passiert, wenn dich dieses Wesen vollständig übernimmt? So weit ist es noch nie gekommen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, irgendetwas sagt mir, dass dieser Anblick in dem Dorf ein Ergebnis genau dessen war. Gibt es denn nichts, das du tun kannst, um dieses Etwas loszuwerden? Nichts, von dem ich wüsste. Wen sollte ich denn auch fragen? Die Apothekarii? Entweder sie würden mich verspotten oder sie würden es ernst nehmen und dem Orden melden. Beide Eventualitäten helfen mir nicht weiter. Warum hast du es mir dann erzählt? Ich weiß es nicht. Vermutlich, weil ich Angst hatte, dass du sonst dem Großmeister oder einem anderen Hüter von meinem Ausbruch erzählst. Feige, ich weiß. Aber eine bessere Lösung ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Es tut mir leid. Aber wenn Gewalt dieses Wesen hervorruft, wieso bist du beim Orden, beim militärischen Flügel? Was wäre die Alternative? Mich hinter Folianten zu verstecken oder Badewasser für die Oberstädter Edelfrauen aufzugießen? Saira, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen in mir wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich ist. Und wenn, dann trage ich damit eine Teilschuld, für die ich Abbitte leisten muss, ob ich es nun will oder nicht. Und selbst wenn nicht,
Ich will etwas ändern, die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen. Und ja, natürlich ist mir klar, dass das besonders für mich Entbehrungen und hartes Training bedeutet. Aber das bin ich gerne bereit in Kauf zu nehmen. Und weißt du auch warum? Weil es genau das ist, was der Welt fehlt. Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale wirklich etwas zu opfern. So viele Leute reden und reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen. Ich sag mal das, ich wollte dir nicht vor den Kopf stoßen. Ich mache mir einfach nur Sorgen, das ist alles. Ja, ich weiß. Entschuldige, wenn ich etwas aufbrausend geworden bin. Ich wollte nur, dass du weißt, womit du es zu tun hast. Und alles, worum ich dich bitte, ist, dass du Stillschweigen bewahrst. Weiter als diesen Ausbruch werde ich es nicht kommen lassen. Darauf hast du mein Wort. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit für mich. Danke, dass du mir zugehört hast und danke für dein Verständnis. So, zwei Seelen haben wir beendet. Ja, ja. So zwei, drei Nachsätze noch von mir. Ich finde, Kalia ist ein bisschen sehr streng mit sich. Die ist sehr, also großer Selbsthass schwingt ja mit in ihren Worten, dass sie dieses Wesen, klar kann man das nicht leiden, aber es ist sehr, sehr viel Selbsthass drin gewesen. Sie ist super streng zu sich selbst und sie ist eine Idealistin, das haben wir ja gehört, zumindest aus den letzten Sätzen, aus ihr. Und Idealisten, schwierig. Schwierig mit Idealisten. Also diese Mischung könnte bei ihr sehr gefährlich werden. Das sind so meine Worte. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ihr dürft gerne selbst eure Gedankengänge dazu äußern. Ich habe eine gewisse Meinung über Kalia. Ich kenne aber das Spiel ja auch schon. Und wenn ihr gerne weiter darüber diskutieren wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir in Discord oder keine Ahnung. Ich halte mich hier mal kurz. Macht doch keinen Sinn. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.